Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der niemals preisgibt das Werk seiner Hände. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Schwestern und Brüder, heute hören wir die letzten Abschnitte der Williams-Geschichte. Und wer diese Geschichte kennt, weiß, dass William Voraussagen gemacht werden. Dass er dann zum Schluss doch Israel segnet. Und ja, was mit den anderen passiert, die sich dem nicht beugen wollen. Das hat ja große Auswirkungen auf die Heilsgeschichte. Und davon wollen wir hören. Das ist doch das Thema des Gottesdienstes. Und so wollen wir gemeinsam das erste Lied singen. Das ist die Nummer 165, Gott ist gegenwärtig. Wir singen die Strophen 1 und 2. Wir beten mit Worten aus Psalm 34. Der Herr hat ein offenes Auge für alle, die ihm die Treue halten, und ein offenes Ohr für ihre Bitten. Denen, die Böses tun, widersteht er und lässt die Erinnerung an sie mit ihnen sterben. Doch wenn die Seinen rufen, hört er sie und rettet sie aus jeder Bedrängnis. Wenn sie verzweifelt sind und keinen Mut mehr haben, dann ist er ihnen nah und hilft. Wer dem Herrn treu bleibt, geht durch viele Nöte, aber aus allen befreit ihn der Herr. Er bewahrt ihn so unversehrt, dass man ihm keinen Knochen brechen darf. Wer Unrecht tut, den bringt sein Unrecht um. Wer die Freunde des Herrn hasst, wird seiner Strafe nicht entgehen. Der Herr rettet das Leben aller, die bei ihm Schutz suchen. Keiner wird enttäuscht.
Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Lieber Vater, durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, kommen wir heute zu dir, um dir unsere Schuld zu bekennen. Ja, wir machen uns Tag für Tag schuldig vor dir. Oft merken wir dies gar nicht. Wir sind so mit unseren eigenen Problemen und Sorgen und Ängsten beschäftigt, dass wir gar nicht daran denken, dich um Rat zu fragen. Dabei ist das das Einfachste von der Welt. Es ist gut, dass sich dein Sohn Jesus Christus für uns dahingegeben hat. Er hat uns Atem zum Leben gegeben. Durch ihn, durch seine Vergebung und seine Liebe können wir vor dir gerecht werden. Ach Herr, lass uns das doch wieder tun. Lass uns zusammen reden. Lass uns deinen Ratschlag annehmen. Du siehst, wie die Welt ohne dich ist. Der Friede ist kaum zu halten. Die Mitmenschlichkeit lässt zu wünschen übrig. Und so könnten wir noch vieles aufzählen. Herr, wir bitten dich, vergib du uns um Jesu Namen unsere Schuld und gib, dass wir auf deinen Wegen bleiben, die einzig richtigen und wahren. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Herr, du bist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Herr, du bist meine Zuversicht und Stärke, vor wem sollte ich mich fürchten? Du bist der Gott des Friedens, dein Friede währet ewiglich. Amen. Amen. Herr Jesus Christus, du Sohn Gottes, du, der du in deinem irdischen Leben ohne Fehler warst, du, der du uns Atem gegeben hast zum Leben. Wir bitten dich, sei du uns gnädig und führe du uns auf deinen Wegen. Sei du mit uns, mit all dem, was uns bedrückt, ängstigt und sorgt. Gib, dass wir dir danken können für das, was du getan hast und immer wieder tust. Sei du uns gnädig und umhülle uns mit deiner Liebe. Dies bitten wir durch dich, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und leben wirkst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen, Amen, Amen. Wir lesen im vierten Buch Mose von Kapitel 23, Vers 27 bis 24,11. Komm, sagte Balak, ich will dich noch an eine dritte Stelle führen. Vielleicht erlaubt Gott, dass du sie mir von dort aus verfluchst. Er nahm Biljam mit auf den Gipfel des Berges Pegor. Von dort aus kann man direkt in die Jordanebene hinunterschauen. Bau mir hier 7 Altäre, sagte Biljam, und richte für jeden Altar einen Stier und einen Schafbock als Opfer her. Balak tat es und brachte die Opfer dar. Diesmal schaute Biljam nicht nach Vorzeichen aus.
Als er in die Ebene hinunterblickte, sah er das Volk Israel nach Stämmen geordnet lagern und wusste sofort, dass der Herr dieses Volk liebte und es segnen wollte. Erfüllt vom Geist Gottes, sagte er, ich höre, was der Herr verkündet. Ich sehe, was der Mächtige mir zeigt. Ich liege da, die Augen sind geschlossen. Ich schaue, was Gott vorgezeichnet hat. Wie schön sind deine Zelte, Israel. Wie blühend sehen deine Dörfer aus. In allen Tälern dehnen sie sich weit wie frisches Grün, wie Gärten an den Bächen, wie starke Bäume, die der Herr gepflanzt hat, wie Zedern an den Wasserläufen. Die Brunnen Israels versiegen nicht, die Saat steht reich bewässert auf den Feldern. Sie werden mächtiger als ihre Nachbarn. Ihr König wird selbst König Agog schlagen. Ihr Gott errettete sie aus Ägypten. Er streitet für sie wie ein wilder Stier. Sie werden ihre Feinde ganz vernichten, so wie ein Raubtier seine Beute frisst und ihr die Knochen durchbeißt und zermalmt. Die Pfeile dieses Volkes treffen tödlich. Es ist gefährlich wie ein starker Löwe. Wer wagt ihn aufzustören, wenn er ruht? Ein jeder, der dich segnet, Israel, hat selber Teil an diesem Segen. Wer dich verflucht, wird selbst vom Fluch getroffen. Vor Zorn ballte Balak die Fäuste und sagte zu Bilam: Du solltest einen Fluch auf meine Feinde schleudern, der ihnen den Untergang bringt. Dazu ließ ich dich holen, du aber hast sie gesegnet, und das schon zum dritten Mal. Mach, dass du fortkommst, scher dich nach Hause. Ich hatte dir eine reiche Belohnung versprochen. Du kannst dich beim Herrn dafür bedanken, dass sie dir jetzt entgeht. Herr, du bist mir teurer als Silber. Herr, du bist mir wertvoller als Gold. Amen. Wir singen miteinander das nächste Lied. Das ist die Nummer 263, Sonne der Gerechtigkeit. Wir singen die Strophen 1 bis 4. Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem, der da ist und der da war und der da kommt, unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Wir lesen weiter im 4. Buch Mose, Kapitel 24, die Verse 12 bis 25. William erwiderte: Ich habe doch gleich zu deinen Boten gesagt, auch wenn König Balak mir alles Silber und Gold gibt, das er besitzt, ich kann nur tun, was der Herr mir aufträgt. Ich verteile Fluch und Segen nicht nach meinem eigenen Willen. Ich muss sagen, was der Herr mir befiehlt. Jetzt kehre ich nach Hause zurück. Aber vorher will ich dir noch ankündigen, was dein Volk von den Israeliten in der Zukunft zu erwarten hat. Dann begann er: Ich höre, was der Herr verkündet. Ich sehe, was der Mächtige mir zeigt. Ich liege da, die Augen sind geschlossen. Ich schaue, was Gott vorgezeichnet hat. Ich sehe einen, noch ist er nicht da. Ganz fern erblicke ich ihn. Er kommt bestimmt. Ein Stern geht auf im Volk der Jakobssöhne. Ein König steigt empor in Israel. Er wird die Moabiter tödlich treffen und ihnen schonungslos den Kopf zerschmettern. Das ganze Seir nimmt er in Besitz, das Land der Edomiter seiner Feinde. Und Israel wird stark und mächtig werden. Der König, der von Jakob abstammt, wird über alle seine Feinde siegen. Auch wer sich in die feste Stadt gerettet hat, wird dort vor ihm nicht sicher sein. Als Biljam umherschaute und das Gebiet der Amalekiter erblickte, sagte er: Amalek, einst das erste unter den Völkern. Doch bald schon schlägt seine letzte Stunde. Als er das Gebiet der Keniter erblickte, sagte er: Wie sicher ihr wohnt. Unangreifbar sind eure Orte wie das Raubvogelnest hoch dort am Felsen. Und doch erreicht euch das Feuer. Kein Nachkomme, keins bleibt hier übrig. Gefangen führt der Assyrer euch fort. Weiter sagte Biljam: Wehe, wer kommt da vom Norden? Scharen aus dem Land der Kittäer. Sie schlagen die Syrer und die Hebräer, doch bald schlägt auch ihnen die letzte Stunde. Als Biljam seine Weissagung beendet hatte, machte er sich auf den Weg in seine Heimat, und auch Balak kehrte nach Hause zurück. Herr Gott, heilige du uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, Balak kann es nicht lassen. Zum dritten Mal führt er Biljam auf einen Berg und lässt dort Altäre bauen, wie bei den beiden vorherigen Malen auch schon. Balak rechnet damit, dass diesmal Biljam ihm den Wunsch erfüllt, Israel zu verfluchen. Aber wir haben es schon dreimal gesagt: Ich will segnen, die dich segnen, und verfluchen, die dich verfluchen. So hat der Herr zu Abraham gesagt. Und da Gott eine Zusage niemals zurücknimmt, konnte dies auch hier nicht geschehen. König Balak war zornig und versagte Biljam den versprochenen Lohn. Aber Biljam ist hier auch nicht
fortgegangen, um die Worte des Herrn zu hören, sondern wurde gleich an Ort und Stelle vom Geist Gottes erfüllt und sagte Balak, wie auch schon zuvor, dass er nur das tun könne, was Gott ihm eingibt. Er verflucht Israel nicht. Wie gesagt, Bileam wird zornig und versagt ihm den Lohn und will ihn nach Hause schicken. Aber Bileam ist noch nicht fertig. Er sagt, Bileam weiß, was Gott ihm zu sagen aufgetragen hatte. Nämlich, dass alle Völker, die sich gegen Israel stellen, egal welchen Ranges und Standes, sollten von Israel vernichtet werden. In diesen Tagen von Vernichtung zu sprechen, das fällt nicht ganz leicht. Denn wir haben einen Krieg direkt vor der Haustür. Aber hier verhält es sich anders. Hier geht es um die Heilsgeschichte für uns Menschen. Gott hatte das Land den Israeliten versprochen. Und noch einmal, Versprechen nimmt Gott nicht zurück. Und so musste dies geschehen, damit der verheißene König kommen kann. Hier ist natürlich in erster Linie vom König David die Rede. Und immer wenn von König David die Rede ist, ist auch von unserem Herrn und Heiland Jesus Christus die Rede. Weil, wie wir wissen, Jesus von König David aus dessen direkter Linie abstammt, durch die Adoption seines irdischen Vaters Josef. Und in diesem Wissen und mit diesem Wissen können wir verstehen, warum dies alles so geschehen musste. Alle Propheten der Heiligen Schrift haben den König, der da kommen soll, in irgendeiner Weise vorausgesagt. Und wir wissen heute, dass sie damit recht hatten, weil sie alle den Jesus von Nazareth, den Messias, den Friedefürsten, voraussagten. Balak reagierte zornig. Aus menschlicher Sicht verständlich. Aber er widersetzte sich eben auch den Worten Gottes. Was geschehen wäre, hätte er das nicht getan, das erfahren wir hier leider nicht. Aber noch einmal, hier steht die Heilsgeschichte Gottes für uns Menschen im Vordergrund. Kein anderer Krieg auf Erden lässt sich in irgendeiner Weise rechtfertigen. Jeder Krieg beginnt mit einer Lüge und endet mit einer Niederlage. Bei einem Krieg, wie es im Moment in der Ukraine geschieht, kann nur von Verlierern die Rede sein. Denn weder der den Krieg anzettelt,
noch derjenige, der sein Land zerstört bekommt, kann, wenn es ihm auch gelingen sollte, den Feind niederzuschlagen, von einem Sieg reden. Denn was ein zerstörtes Land ist, das mussten wir nach Ende des Zweiten Weltkrieges bitter erleben. Die Frauen waren dafür zuständig, das Land wieder aufzubauen. Deswegen bezeichnet man sie auch als Trümmerfrauen. Aber auch die Länder, die letztendlich Deutschland aufteilten, konnten nicht als Sieger bezeichnet werden, weil, ich habe es eben schon gesagt, bei einem Krieg kann es nur Verlierer geben. Bei Gott ist dies anders. Gott kämpft hier für das Heil der gesamten Menschheit. Gott will Israel in sein Land führen. Das Land, das dem Volk verheißen wurde. Und nur dadurch konnte durch König David Jesus geboren werden. Konnte der Nachkomme des Königs David überhaupt durch Gottes Heiligen Geist zur Welt kommen. Israel ist und bleibt somit das Zentrum der Weltgeschichte, weil sich durch Israel, mit Israel und in Israel das Geschehen erfüllt. Jesus ist Jude und ist doch für alle Menschen da. Aber Jesu Wiederkunft ist an den Glauben des Volkes Israel an ihn geknüpft. Vor Jesus werden sich einmal alle beugen und dies mit Freuden, weil Jesus kein Unterdrücker, sondern der Friedensbringer ist. Der Friedensbringer, der einen Frieden bringt, der durch nichts und niemand zu erschüttern ist. Und das wird hier deutlich in dieser Geschichte. Hätte Biliam Israel verflucht, wäre die Heilsgeschichte an dieser Stelle wohl unterbrochen worden. Aber das Heil von uns Menschen geht nun einmal über Israel. Das war damals so und das ist auch bis zum heutigen Tage so. Noch einmal, weil Jesus Jude ist. Und Jesus ist derjenige, bei dem wir um Vergebung unserer Schuld bitten können. Jesus ist derjenige, dessen Liebe so groß war, dass er sich freiwillig für uns in den Tod begab. Jesus ist derjenige, der nach 3 Tagen auferstand und uns Menschen damit Anteil gab und gibt am ewigen Leben, an Gottes ewigem Friedensreich, wo kein Schmerz, kein Tod, kein Geschrei und kein Leid mehr ist, wo jedes menschliche Gebrechen ein Ende hat. Und so können wir nur bitten, dass wir immer wieder zu Jesus kommen. So können wir nur bitten, dass diejenigen, die für den Krieg verantwortlich sind, umkehren können, um zu Jesus zu kommen, der den wahren und ewigen Frieden mit Gott in unsere Herzen und damit in unser Leben senken möchte. Amen. Amen.
Und dieser Friede Gottes, der all unser Begreifen übersteigt, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Herr, wir danken dir durch deinen lieben Sohn Jesus Christus, dass Biliam damals Israel nicht verflucht hat. Und dadurch konnte über viele Stationen, über König David, dein Sohn Jesus Christus zur Welt kommen und damit uns vor dir gerecht zu machen. Dafür danken wir dir. Wir bitten dich, dass du alles für uns nimmst, was uns jetzt davon abhalten könnte, dir die Ehre zu geben. Denn dir allein sei Lob und Ehre in Ewigkeit und gib, dass wir mit dankbarem Herzen jetzt vor dich treten können. Amen. Ich will einziehen in sein Tor. Ich will einziehen in sein Tor mit dem Herzen voller Dank. Ich will treten in den Vorhof. Stay.
Thank you.
Lieben, Folgendes ist bekannt zu geben. Wir laden euch recht herzlich ein zum ökumenischen Friedensgebet am Donnerstag und zum Gottesdienst am kommenden Sonntag. Wir sind immer wieder froh und dankbar dafür, dass ihr mit uns Gottesdienst feiert. Man kann das gar nicht oft genug sagen, denn durch euch ist es möglich, Gottesdienst zu feiern, und wir spüren auch trotz der Entfernung, dass ihr anwesend seid und vor allen Dingen immer wieder im Gebet für uns einsteht. Dafür danken wir euch von ganzem Herzen. Auch in diesem Gottesdienst werden wir wieder die Kontonummern zum einen für die Spenden, die der Ukraine zugutekommen, und zum anderen die Kontonummer zugunsten der Flutopfer einblenden. In beiden Bereichen ist dringend Hilfe notwendig, und wir danken euch für eure Hilfsbereitschaft. Alle anderen Spenden- und Kollektenzwecke könnt ihr über die bekannten Internetadressen erfahren: www.klingelbeutel.de oder www.ekir.de, Klingelbeutel oder Spende in euren Gemeindeämtern und natürlich auch in den Präsenzgottesdiensten könnt ihr alles weitere erfahren. Gott segne Geber und Gaben. Nun wollen wir miteinander Fürbitte halten. Lieber Vater, wir kommen durch deinen lieben Sohn Jesus Christus jetzt zu dir, um für uns und unsere Welt zu bitten. Herr, du siehst, dass wir ohne dich verloren sind. Man bemüht sich um Frieden, aber man hat das Gefühl, es geht nicht weiter. Herr, wir bitten dich, sende du doch deinen Frieden. Wir bitten dich, sei du bei den Menschen, die unter dem Krieg und unter den Folgen des Krieges leiden müssen. Wir bitten dich, sei du vor allen Dingen bei den vielen Kindern und Müttern, die aus ihrer Heimat fliehen müssen. Wir bitten dich, sei auch bei denen, die zurückbleiben, um für ihr Land einzutreten. Wir bitten dich, sende du deinen Geist auf beide Seiten, dass diejenigen, die in den Krieg geschickt werden, sich auflehnen und dem ein Ende machen. Wir bitten dich inständig, halte du denen, die den Krieg angezettelt haben, den Spiegel vor. Wir bitten dich, dass die Hilfsgüter, die von überall her unterwegs sind, auch die Menschen erreichen, für die sie bestimmt sind. Ja, Herr, wir bitten dich inständig um Frieden. Frieden für die Ukraine und Frieden für die Welt. Wir bitten dich, dass wir weiterhin geduldig bleiben. Gewiss, es treten Lockerungen, was die Pandemie betrifft, in Kraft. Aber gib, dass wir dadurch nicht leichtsinnig werden. Gib, dass wir auch weiterhin Rücksicht aufeinander nehmen. Dass die Menschen, die es bisher noch nicht getan haben, die Impfangebote annehmen. Wir bitten dich, schenke du den Verantwortlichen die richtigen Wege. Herr, wir bitten dich für alle, die durch Personalmangel in den Krankenhäusern Engpässe erleiden müssen.
gibt, dass die Versorgung der Patienten gesichert ist. Herr, wir bitten dich, dass du uns wirklich hier mit Geduld und Einsicht segnest. Dich auch für die vielen jungen Menschen, die jetzt die Abitur hinter sich gebracht haben. Gib, dass sie gute Möglichkeiten für ihr Studium erhalten. Gib, dass diejenigen, die noch nicht recht wissen, wie es weitergehen soll, Möglichkeiten finden. Zeige du ihnen deine Wege. Und gib all denen, die dafür verantwortlich sind, dass junge Menschen studieren können, die richtigen Worte und Wege, dass unsere jungen Menschen eine gute Zukunft durch ihr Studium erhalten können. Wir bitten dich für deine Kirche, dass sie standhaft für den Frieden eintreten. Wir bitten dich, dass die Friedensgebete nicht aufhören. Gib, dass dein Wort in all die Ungerechtigkeit und Unsinnigkeit des Krieges hinein sich Bahn brechen. Gib, dass die Kirche Heimat für all die werden kann, die auf der Suche sind, und auch für die, die flüchten müssen. Gib, dass deine Kirche dein Wort verkündigt, so wie es ist, in Wahrheit und Freiheit. Alles, was uns sonst bewegt, was uns ängstigt, was uns sorgt, aber auch das, wofür wir dir danken möchten, bringen wir nun in der Stille vor dich. Wir bringen dir vor allem die Menschen, um die wir uns persönlich Sorgen machen. Jesus, du bist der Herr der Welt, der König der Könige. Wir bitten dich, sei du mit uns, sei du mit allen Menschen. Gib du den Frieden, den du verheißen hast. Und wir bitten dich, dass du uns immer wieder neu zu deinen Kindern machst, damit wir voll Vertrauen vor dich treten können und beten können, wie du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lass uns miteinander das Schlusslied singen. Das ist die Nummer 263, Sonne der Gerechtigkeit. Wir singen die Strophen 5 bis 7.
Ihr Lieben, es ist gut, wenn wir miteinander Gottesdienst gefeiert haben. Wir bitten euch, dass ihr auf euch aufpasst. Wir wünschen euch, dass ihr mit dieser Situation, wie sie ist, gut fertig werdet. Und vor allen Dingen bitten wir euch, dass ihr gesund bleibt oder es schnell wieder werdet. Und so geht nun hin mit dem Segen des Herrn in den Abend und in den Rest der Woche. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns alle und schenke uns und der Welt seinen Frieden. Amen, 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 Amen. Als Nachspiel hören wir Segne Vater, tausend Sterne. Segne uns mit der Weite des Himmels, segne uns mit der Wärme der Sonne, segne uns mit der Frische des Wassers, himmlischer Vater, segne uns. Segne, Vater, tausend Sterne, segne, Vater, unsere Erde, segne, Vater, Meer und Land, segne, Vater, Herz und Hand. Segne uns mit dem Rauschen der Wälder, segne uns mit der Ernte der Felder, segne uns mit der Kraft der Tiere, himmlischer Vater, segne uns. Segne, Vater, tausend Sterne, segne, Vater, unsere Erde, segne, Vater, Meer und Land, segne, Vater, Herz und Hand. Segne uns mit den Träumen der Kinder, segne uns mit der Liebe der Eltern, segne uns mit den Geschichten